Ja, hallo und herzlich willkommen, ich bin AmerK. Ich will euch heute so ein bisschen was über Scripting, Configs in einem Quake-based Spiel erzählen, vermitteln. Und zwar werde ich das Ganze anhand des Beispiels von Warsaw tun. Das ist ein Spiel, was auf der Quake Live Engine basiert, das ich schon, keine Ahnung, viele Jahre auf jeden Fall zocke, momentan nicht mehr so aktiv. Allerdings programmiere ich und skripte ich immer noch, von daher sollte ich mich mit der Materie ein bisschen auskennen. Ich habe mir das so vorgestellt, ich will euch zeigen, wie ihr ganz simpel Befehle von Bind, vom Say bis hin über Aliase, bis hin zu wirklich perfekten Configs und zu schönen Ingame-Menüs erstellt. Wie ihr es alles macht, das will ich euch jetzt zeigen. Ich fange mal an, indem ich einfach Warsaw starte. Damit ihr das Ganze besser nachvollziehen könnt, werde ich mal das Ganze im Fenstermodus machen. Und außerdem auf einer Map, wie zum Beispiel der A-Map, weil da sieht man so ziemlich alles. Da gibt es also kaum Schatten, ist alles schön hell gehalten, damit ihr auch wirklich genau seht, was ich tue. So, ich joine einfach mal. Ich fange an, indem ich das Kill Complex, sprich diese Taste drücke. Moment, für Leute, die es nicht erkennen können, schmeiße ich mal die Windows-Lupe an. Das ist das Kill Complex, das ist oben unter eurer Escape-Taste, zumindest für die Leute, die deutsch sind und ihre Tastatur nicht irgendwie misshandelt haben. Wenn ihr darauf drückt, kommt diese Konsole. Da könnt ihr alle möglichen Befehle eingeben. Zum Beispiel könnt ihr einen Exit-Befehl eingeben, dann schließt sich euer Warsaw. Nicht zu empfehlen. Ich will euch zeigen, wie ihr mit ganz simplen Befehlen schon ein paar schöne Sachen machen könnt. Ich zeige euch erstmal die grundlegendsten Befehle zu kommunizieren. Den Say-Befehl, wo ihr einfach Say Test eingibt zum Beispiel und dann wird etwas in den Chat geschrieben. Es gibt noch Say Team. Wenn ihr da jetzt hinter Test schreibt, dann wird etwas an euer Team gesendet. Da ich momentan, ja doch, da, ne, sieht dann so aus. Dann gibt es noch, das V-Say. Das ist dieses Voice Say. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Da habt ihr hier eine endlos lange Auswahl an Sachen, die ihr schreiben wollt. Ich nehme jetzt einfach dieses Bu. Ich jetzt nämlich V Say Bu mache. Das Ganze sieht also so aus. Wird halt so ein Voice Chat gesendet. Ich denke mal, das kennt jeder von euch. Was natürlich auch noch wunderschön ist, ihr könnt hinter dieses Bu noch einen eigenen Text schreiben. Wie zum Beispiel ololol Ausrufezeichen. Dann wird der Sound von dem Bu abgespielt, aber es wird halt euer eigener Chat gesendet. Außerdem könnt ihr euren Chat mal farbig machen, für Leute, die es noch nicht kennen. Dafür drückt ihr oder gebt einen Dollar ein, sprich die Shift, sprich die Großschreibtaste und eine 4. Dann kommt hier dieses Key Complex. Das soll euch aber nicht stören. Und dahinter gebt ihr einfach eine Zahl ein. Zum Beispiel die 1 für Rot. Die 2 für grün, die 3 für gelb und so weiter. Es geht weiter bis zur 9 mit grau und zur 0 mit schwarz. Und das Ganze wird natürlich auch farbig so in euren Chat gesendet. So, das waren also die drei Say-Befehle, die es gibt. Dann clearen wir die Config mal, die Konsole, dann ist sie weg. Jetzt wurde ich schon oft gefragt, wie mache ich das, dass mehrere Sachen auf einmal gesendet werden? Das geht ganz einfach. Ihr macht ein Say, schreibt dann eure erste Nachricht, zum Beispiel 1. Dann macht ihr ein Semikolon. Semikolon ist das. Das ist das, was ihr vor der Klammer des Smileys schreibt, ne? Das ist dieser Komma mit dem Punkt. Das ist ein Semikolon. Dahinter schreibt ihr euren zweiten Say-Befehl mit eurer zweiten Nachricht. Drückt Enter und es wird beides auf einmal gesendet. Das ist schon der ganze Spuk dahinter. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich beliebig oft machen. Zumindest bis euch irgendwann dann der Server sagt, nee, Kollege, du schreibst mir zu oft, jetzt darfst du nichts mehr schreiben. Dieses Limit liegt normalerweise bei 4. Sprich, ich kann 4 Nachrichten senden und beim fünften kommt dann Flood Protection, you can't talk for 10 seconds. Ne? Dieses fünfte hat er also nicht mehr gesendet. So. Ist natürlich jetzt doof, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr so eine Nachricht über 4 Zeilen oder 3 Zeilen, was auch immer schreiben wollt, das erste in die Konsole eingeben müsst. Stimmt. Deswegen gibt es den sogenannten Bind-Befehl. Der sieht so aus. Und Bind ist dafür da, um Tasten zu belegen. Zum Beispiel könnt ihr mal einfach machen Bind W. Ups, Bind W. Dann seht ihr, was momentan auf W liegt. Steht momentan
plus Forward. Das bedeutet also, dass auf W vorwärts bewegen gebindet ist. Bind Space ist bei mir Move Up, das ist Springen. Ich könnte natürlich auch eigene Sachen binden. Ich mache einfach mal Bind R. Da steht momentan Bind R, R is not bound. Sprich, auf R ist nichts gelegt. Wenn ich jetzt mache Bind R und dann Say Test, mache ich nochmal Bind R. Hier steht da drauf, dass auf R Say Test gebunden ist. Und wenn ich jetzt R in-game drücke, wird hier auch was geschrieben. Das heißt, damit kann ich schon mal Tasten belegen. Ihr könnt die Tasten natürlich auch wieder entbinden. Das geht mit Unbind R. Dann ist R jetzt nicht mehr gebunden. Sprich, auf R ist jetzt nicht mehr drauf. Für Leute, die es interessiert, ihr könnt auch noch Bind List machen. Da werden euch alle eure Bindings angezeigt. Wie halt zum Beispiel auf F1 das Vote Yes, also das Ja fürs Voten. Und als mögliche andere. Ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte, zum Beispiel ist dieses F3, habe ich bei mir Join Semicolon Ready. Sprich, ich joine dem Team, das ist das ganz normale. Und direkt danach setze ich meinen Status auf Ready. Das ist ja sehr nützlich, weil man halt direkt ready ist. Und das ist vor allem, damit nicht immer die, man auf die letzten Pops warten muss. Wenn das jeder so machen würde, wäre halt niemand da, der nicht ready ist. Außerdem mache ich noch auf F4, dass ich Alpha und F5 dann Beta joine. Ihr könnt also diesem Join zum Beispiel auch noch Parameter übergeben. Sprich, wenn ich F4 drücke, joine ich immer Alpha. Bei F5 joine ich immer Beta. Bei F6 joine ich immer Player. ja. Dann clear ich die Konsole mal. Viele Leute, die es nicht wissen, man kann mit Pfeil nach oben und unten die Liste der letzten Befehle durchgehen. Ja. Wir haben also den Bind und den Say-Befehl kennengelernt. Wenn wir jetzt also machen wollen, dass wir mehrere Zeilen auf einmal schreiben und das Ganze binden, sieht das Ganze erstmal so aus. Bind R Say 1, Semikolon Say 2. Das Semikolon da hinten könnt ihr weglassen, noch nicht, ist momentan egal. Ja. Wenn ich das so mache, wird das nicht funktionieren. Und zwar erkläre ich euch warum. Ich gebe es einfach mal ein. Ihr seht, ich schreibe mit 2 in Chat. Und auch wenn ich jetzt R drücke in Game, schreibe ich nur eine 1 und keine 2 noch dahinter, wie ich es eigentlich ja machen wollte. Das liegt daran, dass Warso denkt, er will hier was binden auf der Taste R. Und zwar den Befehl Say 1, ein Semikolon, okay. Das heißt, hier ist dieser Bind-Befehl zu Ende. Denkt sich Warso. Was ich hier eigentlich nicht will. Und dann denkt sich Warso, hier kommt noch ein neuer Befehl. Okay, eine 2. Das heißt, ich binde jetzt erstmal auf R dieses hier und danach schreibe ich in Chat 2. Das ist natürlich jetzt doof. Ich will ja eigentlich dieses beides auf R binden. Damit ihr das Warso begreiflich machen könnt, müsst ihr das Ganze in Anführungszeichen setzen. Das heißt, bind R, Anführungszeichen, dann Say 1, Semikolon Say 2. Jetzt weiß Warso, das kann ich euch auch beweisen, wenn ich mich bind R mache, sehen wir, das ist jetzt auf R gebindet. Das heißt, auch wenn ich jetzt R drücke, kommen wirklich beide Sachen in den Chat geschrieben. Das ist, denke ich mal, schon für viele von euch was Neues. Ihr könnt also ganz simpel Sachen wie zum Beispiel Deutschland fahren oder irgendwelche Tags, irgendwelche ASCII-Arts, könnt ihr ganz simpel per Tastendruck jetzt in den Chat schreiben lassen. Was natürlich doof ist, wenn dann irgendwann mal aus Versehen oder irgendeiner mit Absicht an euren PC geht und zum Beispiel er anbindet. Oder wenn ihr selbst seid, dann ist diese ganze schöne, dieses ganze schöne Skript, was ihr gemacht habt, einfach weg. Es könnt ihr also nicht mehr einfach in-game gehen, R drücken, denn da passiert auf einmal nichts mehr. Ist natürlich doof, wenn ihr so viel Mühe mitgegeben habt und das ist alles weg. Was können wir dagegen tun? Es gibt noch was anderes in Warso. Das nennt sich eine Config. Ich denke mal, jeder von euch hat das schon mal gehört. Einige wissen vielleicht, was es ist. Config ist das Gesamte, was ihr gerade benutzt, sprich, wie eure Grafikeinstellungen sind, ob ihr hier eine Waffe seht, was ihr hier für ein Crosshair habt, ob ihr zum Beispiel die Tasten angezeigt bekommt, wie eure Soundeinstellungen sind, euer Name, euer Clan, alles das ist in eurer Config gespeichert. Das führt Warso jedes Mal beim Start aus und weiß so, aha, das sind seine Einstellungen. Ja, wenn ihr das einfach mal zum Beispiel selber machen wollt, könnt ihr jetzt eure Einstellungen alle mal so einstellen, wie ihr es für richtig haltet, dann könnt ihr diese Config natürlich auch speichern. Dazu gibt es den Befehl write config. Wenn ihr jetzt write config macht und dahinter zum Beispiel test eingibt, enter drückt, upsala, dann wird jetzt eure Config gespeichert unter dem Namen test.cfg. Das heißt, ihr habt eine Config namens test. Ihr könnt natürlich auch
noch beliebig viele Configs machen, halt immer in verschiedenen Einstellungen. Und um die ganzen Configs wieder zu laden, gibt es den Befehl exec. Exec ist die Abkürzung für execute, sprich für ausführen, mit exec.test. Ihr könnt, nicht Punkt, sondern Leerzeichen. Ihr könnt natürlich nur noch einen Punkt CFG machen oder nicht, das ist eigentlich relativ egal. Wird auf jeden Fall diese Config wieder geladen. Hier steht dann jetzt executing test. Und hier sind so vier Dinger, die werdet ihr bei euch wahrscheinlich auch finden. Das sind einfach Variablen, die vom Borso schreibgeschützt sind. Die können wir nicht mehr überspeichern. Das soll euch aber nicht stören, das ist nämlich eigentlich relativ unwichtig. Wichtig ist halt, dass zum Beispiel eure ganzen Einstellungen geladen sind. Ich guck mal, mein aktueller Name ist AMRK. Wenn ich jetzt bei Name Test hinmache, oder auch irgendwas anderes, und jetzt auf jeden Fall dann wieder die Config-Test, die ich vorhin gemacht habe, ausführe, dann seht ihr, sie wird wirklich geladen, denn ich heiße jetzt wieder AMRK. So viel erstmal dazu. Das heißt, mit Test und mit exec und write-config könnt ihr Configs laden und speichern. Das ist wahrscheinlich auch schon mal für viele von euch wieder neu. Natürlich könnt ihr in Config nicht nur eure Config reinspeichern, sondern auch alles mögliche andere. Ihr könnt dort zum Beispiel auch einen Say-Befehl reinspeichern. Und diesen Say-Befehl, beziehungsweise diese Config, damit exec ausführen. Ich zeige euch das mal. Ich habe da schon genügend Sachen in einem extra Ordner bei mir in Warsaw. Der nennt sich Text. Dann Schrägstrich, weil das ist der Ordner. Und jetzt habe ich hier ja, eine ganze Menge an Configs drin. Zum Beispiel habe ich dort die duck.cfg drin. Wenn ich das mal mache, dann seht ihr, schreibe ich hier was in den Chat. Und zwar wirklich so ein kleines schönes ASCII-Art. Ich habe dort auch noch exec text, zum Beispiel OG oder OJ, steht für Overjump. Das ist halt auch wieder so eine kleine ASCII-Grafik mit so ein paar Bällen, die wahrscheinlich einige schon kennen, wenn sie mit mir mal auf dem Survival gezockt haben. So, wie mache ich das Ganze jetzt? Ich gehe mal in meinen Base-VSV-Ordner, Tags und die OJ-Config. So, Pastepad. Könnt ihr natürlich jeden anderen Editor nutzen. Was wir hier drin sehen, ist auf jeden Fall ein Say. Dann Anführungszeichen. Das ist nicht zwingend notwendig, aber ist schöner. Hier kommt dann meine ganze erste Zeile, die ich habe, rein. Und hier hört dann halt der Say-Befehl wieder auf, ne? Diese Anführungszeichen müsst ihr halt dann entweder am Anfang und am Ende des Textes setzen, den ihr senden wollt, oder halt ganz weglassen. Auf jeden Fall seht ihr, ich habe hier drei Zeilen, wobei es nicht wichtig ist, dass ich Zeilen habe, sondern dass halt wirklich an jedem Ende ein Semikolon steht. Und ja, das sind also diese drei Say-Befehle. Die habe ich einfach da so reingeklatscht und ich führe die jetzt einfach mit exec aus. Jetzt könnt ihr natürlich das Ganze auch mit bind r exec j.cfg machen. Und ihr könnt jetzt ingame, upsala, da fehlt noch der Ordner, text, könnt ingame r drücken und dann steht das hier. Was natürlich doof ist, dass hier immer dieses executing Punkt, Doppelpunkt text steht. Dazu gibt es auch noch einen kleinen Trick, indem ihr einfach hinter euren Config-Namen ein Silent schreibt. Das bedeutet still, sprich, dann wird das hier nicht mehr reingeschrieben. Jedes Mal, wenn ich jetzt R drücke, seht ihr, wird hier nicht mehr dieses executing text reingeschrieben, sondern einfach nur noch das hier. Sieht also viel schöner aus. So, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt in Warsaw noch einen weiteren Befehl, der nennt sich Alias. Das ist der Alias-Befehl. Wenn ihr übrigens hier was eingibt und Tab drückt, seht ihr alle möglichen Befehle, die noch so weitergeschrieben werden können, wie zum Beispiel Alias, Alias A und Alias List. Ich guck mal, in Alias List dürfte nichts drin sein, ja. No Alias Commands. Alias müsst ihr euch so vorstellen. Und zwar könnt ihr Variablen benutzen. Ich weiß nicht, wem von euch das jetzt was sagt. Eine Variable ist einfach ein Speicher, wo ihr Sachen reintun könnt. Zum Beispiel wäre es einmal ganz schön, wenn ich nicht immer nur dasselbe schreibe. Meinetwegen, ich habe jetzt auf der Taste eher sowas gebindet wie Hallo. Also sprich Say Hallo. Jedes Mal, wenn ich jetzt R drücke, kommt halt Hallo. Ne? Es wäre ganz schön, wenn ich das zum Beispiel abwechslungsreicher machen könnte, dass zum Beispiel irgendwas anderes geschrieben wird. Und zum Beispiel für sowas kann man Alias benutzen.
indem ich zum Beispiel einmal Alias mache, dann meinen Variablenamen, ich nenne jetzt einfach mal Test XY und dann dahinter, was er tun soll. Zum Beispiel kann ich dahinter jetzt schreiben, ich mache das mal in Anführungszeichen, damit das auf jeden Fall klar ist, dass das zusammengehört, say hallo. Jetzt habe ich das getan und jetzt jedes Mal, wenn ich in meine Konsole Test XY schreibe, passiert das, dass ich mich das, was ich da reingespeichert habe, ausgeführt wird. Das heißt, ich könnte es zum Beispiel auch machen, bind R Test XY und jedes Mal, wenn ich jetzt R drücke, kommt dieses Hallo. Ne, weil ich das hier gesagt habe, dass Test XY für Hallo steht. So, das Ganze, was ich euch jetzt zeigen möchte, kann man nicht mal so schön in der Konsole zeigen. Ich mache das Ganze jetzt an einem Editor. Und zwar fange ich damit an, dass ich zum Beispiel wie ich mehrere Hallos machen möchte. Ich speichere also einmal in einem Alias. Und zwar nenne ich den Alias einfach mal AL, damit ich weiß, es ist ein Alias. Und dann dahinter, was es für ein Alias ist, Hallo. Und da speichere ich jetzt Folgendes rein. Und zwar einmal say Hallo. Semikolon. So, jetzt möchte ich verschiedene Hallos machen. Das heißt, ich mache jetzt noch hier hinter einen Unterstrich und eine 1. Das ist mein erster Begrüßungsbefehl. Dann alias al hallo, noch einen zweiten. Say hi. Mit einem kleinen Smiley. Und meinetwegen noch einen dritten. Say was nehme ich da? Hi ho. Irgendwas halt, ne? Ich denke mal, ist klar, worauf ich hinaus will. Das heißt, ich habe jetzt hier dreimal ein Alias mit jeweils einem anderen Dings, ne? Einen anderen Befehl, den ich schreiben möchte. Jetzt mache ich noch einen vierten Alias. Den nenne ich einfach nur AL Hallo, also ohne eine Zahl. Und was soll dieser Alias tun? Er soll den AL Hallo 1 ausführen. Sprich, er soll dieses Say Hallo machen. Was passiert hier? Wenn ich jetzt also dieses AL Hallo in meine Konsole eingebe, wird er den AL Hallo 1 ausführen. Also wir gucken, AL Hallo 1 ist Say Hallo. Das heißt, ich werde in den Chat Hallo schreiben. Soweit denke ich mal, so dürfte es noch einigermaßen verständlich sein. Aber das Ganze bringt uns jetzt ja noch nichts, weil wir jetzt immer wieder dieses Hallo 1 ausführen. Wir müssen diesen Befehl hier also irgendwie, nochmal, sag ich mal, ausführen. So, kopiere ich mir jetzt mal. Beziehungsweise eigentlich kopiere ich nicht, ich lasse es kopieren. Ich will also, nachdem er dieses Say Hallo, diesem Hallo 1 gemacht hat, dass er danach dieses Alias AL Hallo, das ist klein geschrieben, dass er das jetzt überspeichert und zwar mit AL Hallo 2. Das heißt, nachdem ich jetzt also AL Hallo eingegeben habe, führt der AL Hallo 1 aus, sprich, er geht hier oben rein, guckt, aha, erstmal Say Hallo, wird also erstmal das in den Chat geschrieben und danach Alias AL Hallo, also dieses hier, bekommt den Wert von AL Hallo 2, sprich, ich überschreibe das mit diesem hier, wo drin Say Hi steht. Das heißt, wenn ich das nächste Mal jetzt das ausführen würde, würde jetzt dieses Say Hi passieren. Nachdem ich dieses Say Hi ausgeführt habe, möchte ich natürlich dieses Say Hi Ho vom dritten machen. Das heißt, ich muss hier hinter jetzt auch dann die 3 machen, damit er nach dem zweiten das dritte ausführt. Und nach dem dritten soll er wieder das erste ausführen. Das heißt, das muss ich auch noch alles machen. So, ich speichere das Ganze jetzt mal in meinen Textordner rein. Und so den Namen alias.cfg, mache wieder meine App auf, immer WC1. Ich hoffe mal, es war bis jetzt soweit verständlich mit den Aliasen. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier exec text und alias.cfg machen. Das habe ich jetzt ausgeführt und jetzt kann ich also, wenn ich al Hallo eingebe, einmal Hallo sagen. Beim nächsten Mal kommt jetzt das Hi, jetzt kommt das Hi-Ho,
Jetzt kommt wieder das Hallo. Das heißt, ich kann das alles nach und nach ausführen. Wenn ich das Ganze jetzt auch noch auf einer Taste habe, mache ich jetzt einfach Bind R A L Hallo. Und jetzt jedes Mal, wenn ich R drücke, kommt halt ein anderes Chat-Command. Können wir uns nochmal die Bind-List angucken. Upsala. Clear die Alias-List angucken. Da steht das Ganze auch nochmal drin. Ihr habt jetzt also schon gesehen, wie man mit Aliasen umgeht. Und ich habe jetzt auch ein kleines Beispiel dafür geschrieben. Und zwar mache ich als allererstes mal an Alias All, womit dann alle Aliase, die ich bis jetzt hatte, wieder gelöscht werden. Dann mache ich exec text alias. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. So. Ich habe mir... Ich habe nämlich ein kleines Skript gemacht, mit dem ich hier oben, wie ihr schon seht, ein kleines Menü habe. Das besteht aus 6 Punkten. Hallo, bei, ups, lol, xd und amerika rox. Und je nachdem, an welchem Punkt ich bin und wenn ich dann die passende Taste drücke, wenn ich die Bestätigung-Taste, wird das bei mir in Chat geschrieben. Zum Beispiel auch das xd und natürlich auch das amerika rox. So, wie funktioniert das Ganze? Dazu müsst ihr wissen, gibt es noch einen besonderen Befehl, der nennt sich Echo bzw. Echo, je nachdem wie man ausspricht. Und der macht folgendes, und zwar schreibt halt einmal was bei einem selbst in die Konsole bzw. halt hier oben in den Chat rein. Und zwar, wenn ich jetzt Echo ASDF oder ASD mache, wird halt das reingeschrieben. Und genau das passiert halt auch hier. Und das Ganze habe ich in Verbindung gebracht mit Aliasen. Das sieht dann so aus. Das hier ist das Menü, was ihr gerade gesehen habt, mit den Echos halt dafür, wie die aufgebaut sind. Diese beiden Schrägstriche bedeuten einfach nur, dass ich es auskommentiert habe. Das heißt, das beachtet brauchst du nicht. Das heißt, das wird auch gar nicht ausgeführt. Das ist halt nur für mich, damit ich weiß, wie es angeordnet ist. So, mein Menü ist wie folgt aufgebaut. Es gibt einmal ein Alias namens Befehl unterstrich momentan. Da wird der momentane Befehl reingespeichert. Momentan ist der Befehl Befehl unterstrich 1. Das wäre dann dieses Alias hier, wo halt drin steht Say Hallo. Dann habe ich natürlich noch Say Bye, Say Ups, Say Lol, XD und AMK Rocks. Halt alle Befehle, die ich vorhin auch auswählen konnte. Dann gibt es einmal ein Alias namens Zeile momentan Anzeige. Das steht auf Zeile 1 Anzeige. Das ist einfach nur das Menü, was mir angezeigt wird. Zeile 1 Anzeige ist halt, dass der erste Punkt rot markiert ist und die drei danach in orange. Ne? Dann gibt es halt noch die zweite Zeile, wo halt mir die zweite Zeile angezeigt wird. Da wird halt die zweite Zeile in rot markiert, wo halt dann hier die erste noch orange ist, hier ist die rote und so weiter. Dann gibt es noch einmal ein Alias namens Zeile hoch, das momentan halt auf Zeile 1 steht. Zeile 1 ist hierbei leer, Zeile 2 ist dazu da, und zwar dieser Befehl wird dann ausgeführt, wenn ich in Zeile 2 bin und den Menüpunkt darüber auswähle, zum Beispiel halt, wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke. Das heißt, ich bin Zeile 2 momentan, will die darüber auswählen. Was passiert dann? Befehl momentan wird auf Befehl 1 gesetzt. Zeile momentan Anzeige wird auf Zeile 1 gesetzt und Zeile hoch wird auf Zeile 1 hochgesetzt und Zeile runter wird auf Zeile 1 runtergesetzt. Also ich war vorher in zweiter Zeile, jetzt bin ich in der ersten Zeile, deswegen ist alles auf die erste Zeile gesetzt. Das passiert also, wenn ich in der zweiten Zeile bin und nach oben drücke. Wie auch der Alias sagt. Das Ganze habe ich natürlich nochmal mit Zeile runter, wobei dann halt in Zeile 1 dann alles mit Zeile 2 gemacht wird, Zeile 3, alles mit Zeile 3 und so weiter. Dann habe ich noch drei Punkte, und zwar einmal Menü hoch, Menü runter und Menü nutzen. Menü hoch ist einfach, da wird die Zeile hoch ausgeführt und Zeile momentan wird angezeigt. Dann einmal Menü runter ist Zeile runter wird ausgeführt und Zeile momentan wird angezeigt und Menü nutzen ist der Befehl momentan wird ausgeführt. Das Ganze habe ich auf drei verschiedene Knöpfe gebunden. Einmal auf Up Arrows und Down Arrows, das sind die Pfeiltasten. Und einmal Kip Ins, das ist das Keypad, also der Numblock, die Insert-Taste. Die ist bei mir, wie bei euch wahrscheinlich auch, auf 0, was halt direkt bei mir neben den Pfeiltasten ist. Deswegen bietet es sich an. Man könnte jetzt natürlich noch mehr Aliase machen, wobei ich dann halt noch hier mit nach rechts und nach links mit rechts nach links Pfeiltasten einbauen könnte, dass zum Beispiel bei Hallo das Ganze unterteilt wird, wenn ich jetzt nach rechts gehe, dass dann halt auch einmal Hi, Hallo,
Salut oder was auch immer, dass ich halt noch mehr Auswahl habe. Das ist natürlich dann immer wieder aufwendiger, das Ganze als Skript umzusetzen. Das momentan, seht ihr, hat schon 50 Zeilen, ist also schon eigentlich recht groß, obwohl ich halt nur so ein kleines Menü mit 8 Punkten habe. Ja, wer weiß, vielleicht werde ich dafür auch nochmal einen Editor bauen, das automatisch das Skript erzeugt, je nachdem wie viel Zeit ich habe und wie langweilig mir ist. So, clear. Ich habe euch versprochen, ich mache das Ganze natürlich nicht nur mit den als kleines Display-Menü oben, sondern auch richtig schönes Menü. So, wie geht das? Es gibt in Warzone einen Befehl, der nennt sich Menü Unterstrich. Und da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten. Ich drücke mal Tab. Mit Tab. Tab ist übrigens die Taste links neben dem Q. Dann werden euch alle Sachen angezeigt. Unter anderem Aliase, die ich halt jetzt schon habe. Menü hoch, Menü nutzen, Menü runter. Die will ich auch nicht. Und es gibt richtige Befehle, zum Beispiel Chasecam, Failed, Keys, Mods, Reset, ähnliches. Ich mache einfach mal als Beispiel, Menü Setup ist dieses Menü Setup. Denkt mal, das hier kennt jeder, wo er dann die ganzen Soundoptionen und sowas einstellen kann und die ganzen anderen Optionen. Dann gibt es zum Beispiel noch ein Menü MSG Box. Da könnt ihr eine Message Box mitmachen. Mit ein paar Zeilen, die dann im Endeffekt so aussieht, wo ihr halt unter das Close-Button habt. Dann gibt es noch einmal das Menü Reset. Da waren die Warzone-Entwickler ganz witzig, da haben sie den Bluescreen simuliert. Haha. Und es gibt noch einmal das Menü Custom. Menü Custom sieht momentan nicht besonders anregend aus, es ist einfach, wo der Hintergrund etwas dunkler ist. Da ist nichts drin. Aber deswegen heißt es ja Custom. Ich kann da jetzt verschiedene Sachen reinschreiben. Wie zum Beispiel mache ich jetzt erst eine Überschrift. Wie zum Beispiel AMRKs kleines Menü. So. Das ist also meine erste Überschrift. Die muss in Anführungszeichen, weil das alles zusammengehört. Das Ganze sieht jetzt also so aus. Immer noch nichts Besonderes. Jetzt kommt der ganze Clou an der Sache. Jetzt gebe ich hier hinter noch was ein. Wie zum Beispiel Hallo. Und jetzt sieht es ganz schön anders aus. Jetzt habe ich hier die Menüüberschrift und darunter einen Button namens Hallo. Klicke ich drauf, passiert nichts. So. Damit da was passiert, muss ich hinter diesem Hallo noch was eingeben. Zum Beispiel Say Hallo. Sobald ich jetzt auf diesen Button hier draufklicke, schreibe ich oben in den Chat Hallo rein. Weil ich das miteinander verbunden habe. Der Knopf, Name, Knopftitel und der Befehl dahinter. Ich kann jetzt hier natürlich noch mehrere Sachen machen, wie zum Beispiel nochmal Bye. Wo er dann Say Bye macht. Jetzt habe ich also zwei Buttons. Ist natürlich doof. Jetzt bin ich in dem Menü. Ich will da raus. Drücke ich Escape. Komme ich raus. Jetzt habe ich da nur zwei Sachen zur Auswahl. Wir können die Menüs natürlich auch verschachteln. Das heißt, wir bauen ein Menü ein. Wenn man auf den Knopf drückt, kommt das nächste Menü. Das Ganze machen wir natürlich, weil wir jetzt schon, wie ich da uns da auskennen, nicht mit Zeilen, also nicht in einer einzigen Zeile, sondern machen das Ganze wieder mit Aliasen. Da habe ich auch was vorbereitet. Das zeige ich euch mal kurz. Clear exec text button. Das Ganze sieht so aus. Einmal steht hier oben AMRK simple message center. Dann haben wir den Knopf namens by bzw. hi, ups, lol, xd und AMRK rocks. Ich denke mal, das habt ihr schon wieder erkannt. Das ist genau dasselbe Menü, was ich vorhin hatte. Nur in Buttons. Und damit ihr auch seht, dass es funktioniert, klicke ich oben auf hi, by. Und dann haben wir das nächste Menü, das Hi-Bye-Menü mit Hi und Bye, wo ich halt jetzt noch draufklicken könnte, was ich nehme. Zum Beispiel nehme ich mal Hallo. Da. Ist da drin. Hüllt das Ganze nochmal aus. Klicke ich mal auf, ja, ups, lol, XD. Ah, ich hier wieder drei Sachen zur Auswahl. Ich nehme das XD. Ja, gehe ich nochmal da drauf. Nehme ich das AMRK Rocks. Wird direkt reingeschrieben AMRK Rocks. Wie das Ganze aussieht, kann ich euch zeigen. Ich habe hier halt wieder diese Standard-Alias-Befehle, die wir auch vorhin schon gesehen haben. Dann habe ich einmal Alias al-menü-hi-bye. Das ist halt das Menü für Hi und Bye. Wo ich halt wieder das Custom-Menü drin habe. Wo ich halt hier auch Farbtext drin habe. Dieses Hi-Bye, der Titel, dann Hi und dann einmal Befehl 1. Bye und Befehl 2. Dann einmal al-menü-ups-lol-xd. Wo ich halt wieder diesen Titel habe und dann halt einmal den Button Ups mit Befehl 3, den Button LOL mit Befehl 4 und den Button XD mit Befehl 5. Und hier ist das Gesamtmenü, was ausgeführt wird, wenn ich halt auf den Knopf drücke, beziehungsweise wenn ich das Ganze execute. Kommt halt dieses AMRK Simple Message Center mit Button Hi Bye, wo ich dann halt dieses Hi Bye Menü habe.
den Button UpsLolXD, wo ich halt das UpsLolXD Menü habe, und einmal noch den Button AmericaRocks, wo ich den Befehl 6 habe, der direkt ausgeführt wird. Ja, damit könnt ihr jetzt zum Beispiel ganz simpel, falls ihr eigene Server habt und falls ihr OPs auf verschiedenen Servern habt, könnt ihr einfach damit ein OP-Menü machen zum Beispiel. Oder falls ihr irgendwelche wichtigen Befehle habt, die ihr dauernd vergisst, könnt ihr euch da reinspeichern lassen und so weiter und so weiter. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Lasst Comments da. Viel Spaß euch noch.